In Luxemburg auch. Vielen Dank. Eine Wortmeldung weiter hier oben, bitte. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Friedrich Jeschke. Ich komme aus Deutschland. Ich war letztes Jahr schon mal hier. Ich habe eine Frage gestellt zur Jugendgarantie. Wer hierbei erinnert sich vielleicht. Das nur vorweg, Herr Juncker. Technisch wie inhaltlich war leider die Antwort Ihrer Büchsenspanner unzureichend. Können wir gerne nachher nochmal drüber sprechen. Ich habe heute eine andere Frage dabei. Für diese Frage brauche ich aber die Unterstützung von Ihnen allen. Ich würde gerne alle bitten, die keinen Masterabschluss haben, zunächst mal aufzustehen. Oh, eine interaktive Frage. Kann man das nicht auch mit Handzeichen regeln? Nein. So, wir warten ein bisschen Wallung auf der Bühne. Ist auch jemand? So, was sagt uns das jetzt? So, im Nachgang des letzten Dialoges hier in St. Vith haben wir mit vielen jungen Studierenden ein Projekt gegründet. Und wir wollten mit diesem Projekt bei einem Preis der Europäischen Kommission mitmachen. Und der Preis bezieht sich auf den Kampf gegen Populismus. Es geht um Fakten, um authentisches Handeln gegen die, ja, die mit diesen politischen Blendgranaten um sich werfen. Und der Preis ist der Altiero Spinelli-Preis, ein Mitbegründer der Europäischen Kommission, des europäischen Gedankens. Und das Problem ist, und deswegen möchte ich es ansprechen, Herr Juncker, alle Menschen, die eben gestanden haben, dürfen an diesem Preis nicht teilnehmen. Zugangsvoraussetzung ist ein Masterabschluss. Ich habe Ihre Thesen, Ihr Weißbuch gelesen, ich verfolge das Ganze als aktiver Organisator von Pulse of Europe sehr aufmerksam. Ich muss aber sagen, wenn wir nicht im Kleinen anfangen, die Abschlüsse auch auszublenden, sodass jeder wirklich gleich ist in Europa, dann haben wir ein Problem, was ganz woanders anfängt. Da können die Regierungschefs machen, was sie wollen. Es geht um den gegenseitigen Umgang. Und das ist meine Bitte, ein Statement dazu von Ihnen heute Abend zu bekommen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Also ich weiß nicht, was meine Büchsenspanner letztes Jahr falsch gemacht hätten. Das werden Sie mir nachher erklären. Die Frage, die Sie stellen, oder den Hinweis, den Sie geben, passt mir ins Konzept. Und wir reden in Göteborg übermorgen auch über das Europa der Erziehung, Education, Culture, Sachen wie die. Und einer der Punkte, die die Kommission gestern vorgeschlagen hat, ist genau das. Das heißt, diese restriktive Zugangsbestimmung, das gilt nicht nur für Auszeichnungen und Preise, nicht geben darf. Das haben wir auch in das sehr erfolgreiche Erasmus-Programm jetzt auch die Lehrlinge mit eingebaut. Das ist ihnen hoffentlich nicht entgangen, es sei denn, es wäre ihren Büchsenspanner entgangen. Ich bin ja näher an Ihnen dran und ich habe ein zustimmendes Nicken jetzt zumindest entnommen und den Rest diskutieren Sie nachher sozusagen im Dialog. Bitte.